Vor einigen Tagen wurde in Eppelheim eine vierköpfige kurdische Familie um 4 Uhr nachts aus dem Schlaf gerissen und in die Türkei abgeschoben. Der Vater ging geregelter Arbeit nach, die Mutter hatte bereits einen Ausbildungsplatz und hätte bald mit der Ausbildung angefangen. Der Junge wurde gerade eingeschult. Niemand konnte verstehen, warum gerade diese Familie abgeschoben wurde. Waren sie doch ein Musterbeispiel an Integrationswille. Ehrenamtliche Helfer aus dem Umfeld der Familie sind entsetzt. Auch einige von uns Omas gegen rechts waren teils ehrenamtlich, teils sogar hauptberuflich in der Flüchtlingshilfe tätig. Denn für uns war es immer selbstverständlich, dass man helfen muss, wo man helfen kann. Wir haben viele schlimme Schicksale kennengelernt und doch sind wir nicht abgehärtet genug, zu ertragen, was nun an den Außengrenzen Europas, aber auch hier bei uns in Baden-Württemberg passiert. Die Würde des Menschen ist nicht mehr unantastbar. Sie wird nicht mehr geachtet und geschützt. Sie vegetiert im Dreck von Moria vor sich hin, in Form von Kindern, die für immer traumatisiert sein werden, weil Europa ihr Leid nicht sehen will. In Form von Müttern, die in der Gosse am Straßenrand gebären müssen, ohne jegliche medizinische Versorgung. Während Rettungsschiffe der NGOs mit fadenscheinigen Begründungen in den Häfen festgehalten werden, ertrinkt die Menschenwürde im Massengrab Mittelmeer. Und in libyschen Auffanglagern wird sie auf dem weltgrößten Sklavenmarkt verschachert. Und auch die Abschiebung der Eppelheimer Familie hat gezeigt, dass die Menschenwürde hier noch lange keinen wirklich sicheren Hafen findet. Wir sind eines der reichsten Bundesländer in einem der reichsten Länder der Welt. Viele unserer Städte haben sich selbst zum sicheren Hafen erklärt. Und doch sind uns die Hände gebunden, weil Innenminister Seehofer aus Angst, Stimmen vom rechten Rand zu verlieren, verweigert, die Erlaubnis zu geben, zumindest die Flüchtlinge aus dem abgebrannten Lager Moria nun allesamt bei uns aufzunehmen. Stattdessen fordert er immer wieder die europäische Lösung, wissend, dass es die so nicht geben wird. Es liegt jetzt an uns, mit gutem Beispiel voranzugehen. Wenn es keine europäische Lösung gibt und Seehofer eine gesamtdeutsche Lösung verweigert, müssen wir in Baden-Württemberg halt zeigen, wie es geht. Die Strukturen zu helfen haben wir. Wir haben 2015 bewiesen, dass wir in der Lage sind, vor Krieg und Elend fliehenden Menschen Schutz zu gewähren. Unzählige ehrenamtliche Initiativen haben sich um Versorgung und Integration auf verschiedensten Ebenen gekümmert. Und wir sind alle bereit, das auch wieder zu tun. Man muss uns nur lassen.